Geht in die Ortsmitte, ihr mal keine Lage. Wir haben einen Dachstuhlbrand in der Mühlenstraße. Atemschutzgeräte, Träger, Atemschutzgerät anlegen. Als erstes muss man natürlich die Lage erkunden. Man muss feststellen, was da los ist, ob Personen in Gefahr sind. Und wenn man diese Lage erkundet hat, dann muss man eine Entscheidung treffen, wie man jetzt vorgeht. Wie man die Leute einteilt, die Fahrzeuge einteilt. Und wenn man das gemacht hat, dann kommt es zur Befehlsgebung. Wir haben einen Brand im Obergeschoss. Es werden keine Personen vermisst. Deine Aufgabe und eure Aufgabe ist Brandbekämpfung. Verstanden. Zur Brandbekämpfung. Mit ersten Rohr zum Küchenbrand über das Treppenhaus vor. Wassermarsch! Verstanden! Einsatzort ist es natürlich wichtig, dass ich mich auf meine Leute verlassen kann. Ohne ein funktionierendes Team kann keine Feuerwehr funktionieren. Feuer und Flammen sind natürlich sehr gefährliche Einsätze und darum ist es wichtig, dass die Befehle zu 100% umgesetzt werden. Ja, nicht alle Feuerwehreinsätze laufen positiv ab. Es gibt manchmal auch Tote und Verletzte. Aber ich kann eigentlich mit ruhigem Gewissen sagen, dass ich nach Hause fahren kann mit einem Gefühl, ich habe geholfen.